Niemand wird so sprechen. Ja. Oh, 5 gegen 1. Mensch. Die lieben alle das Spiel. Ja, die haben gesehen, wenn die gegen Let's Multiplay und The More spielen. Nichts zu machen. Nee, absolut gar nichts mehr. Aber ich muss mal gerade mein Spiel ein bisschen leiser machen. Ich fällt mir gerade auf. Audio. So, er geht raus. Nee, er macht da so ein Gedings raus. Ja, genau. Also das hier ist ja so eine... Yeah. Wir müssen Motorräder beschützen, ne? Motorräder? Ah ja, die... Ja, oder? Nee, das ist hier dieser Koffer, der hier steht. Ach so. Nee, das ist, ich finde das ganz lustig. Ich habe ja hier gerade so einen Typi, der so Sprengfallen an Türen und Fenstern befestigen kann. Ah. Ja. Aber das Spiel ist halt so, also du musst schon echt doof und blind sein, damit du nicht siehst, dass so eine Türfalle da ist. Weil er guckt nämlich, also der bohrt die halt da rein und an der anderen Seite kommt dann ungefähr so 40 Zentimeter so ein Nagel raus. Weißt du? Und das ist, also es ist, ja, dann musst du schon wirklich selten den wirklich schwer, sein, den zu übersehen. Ey, das ist ein echt geiler Ort. Der hat nur zwei Eingänge und unten, wo eh niemand kommt. Das ist ja wirklich genial. Wieso kommt denn hier niemand? Von hier kann noch Meinst jemand. Meinst du, dass jemand kommt? Hm? Da kommt ja auch von hier unten jemand. Ja, aber das sind halt drei Eingänge, die sind echt relativ entspannt. Also normalerweise hast du irgendwie so zig Fenster, was weiß ich, wie viele Türen. Ja. Genau. Ja, hier diese... Ist halt nur ein bisschen dämlich, dass wir nur gegen einen spielen jetzt, ne? Ach jo, das habe ich auch noch vergessen. Naja, gut. Machst du halt nichts. Sollen wir ihm vielleicht sagen, wo wir sind, so? Lade nach! Ich glaube, er hört uns. Boah, schlimm, ey. Naja, hier, das sind diese hier. Das sind so verstärkte Wände. Die kann man. Ja. Man hat zwei pro Person, die man irgendwie so aufziehen kann. Zwei? Ja, zwei. Ich hab, glaub, nur eins. Nee, du hast jeder zwei. Okay. Ja, das Ding ist ja nochmal was anderes. Das ist so ein. Dingensbummens. Ja, genau. Kann ich dich töten eigentlich? Ja, du kannst mich töten. Oh. Alter. Gut, dass du dich gleich bückst. Oh, ich glaube, da kommt jemand, oder? Was? Das ist ja krass. Nee, doch nicht. Aber hier oben kannst du natürlich auch geil verteidigen, das stimmt schon. Ah ja, und auf 5 hat man meistens so, dann kann man mal so alle Kameras durchseppen. Ah, die sind schon alle am Suchen. Das eine. Ah, wir haben eine bei uns drin, das ist aber natürlich gar nicht so geil. Nee. Zack, kaputt. Die eine ist doch schon kaputt. Ja, aber die... Yay. Spiel verlassen. Ach, die hast du kaputt gemacht. Ach, da ist trotzdem noch einer, interessant. Ja, die habe ich jetzt gerade kaputt gemacht. Schauen wir doch hier mal. Hier draußen sehe ich auch keinen. Ja genau, dann kann man halt so mit X kann man dann so durchladen. Und wäre dann da ein Gegner irgendwo, dann würde der jetzt... Die vier Reiter. Oh, oh, oh. Die Feinde haben das Ziel gefunden. Ach, hey. Aber wie haben die das gemacht? Keine Ahnung. Dein komisches Schild steht hier. Kann man... Gott sei Dank kann man drüber springen. Laufen. Musst du abbauen. Schlendern. Ja, du kannst das abbauen, weil es ist deins. Aber ich kann es nicht. Ach so, das ist ja auch sehr realistisch. Ja, ja, auf jeden Fall, weil andere würden instant sterben. Wie halt auch im echten Leben. Ja. Du hast mein Schild abgebaut. Ja, bam, Blitzschlag von Zeus persönlich. Oh, guck mal an. Oh, Action, Action. Oh, da kommt einer. Und bei dieser Explosion ist übrigens auch meine Sprengfalle kaputt gegangen. Ja. Auch immer supi. Ich glaube, der kommt gleich rein. Ja, ich sehe seine Füße. Oh! Ja, genau, knall mal irgendwen ab. Du machst das schon echt gar nicht mal so gut. Ey, der ist in meine Schussbahn gelaufen, der Vollidiot. Aber seid ihr alle doof, ey, jetzt? Der ist einfach in meine Schussbahn reingelaufen, der Depp. Wenn der mich jetzt abknallt, ne, ich sag's dir. Eliminiert. Missionserfolg für eigene Truppen. Sehr gut. Und der hat mich trotzdem schon gesehen. Guck mal, der war schon am Schießen. Ja, so ein Cheater ist das. Ja, der Don. Almost, Motherfuckers. Jetzt müssen wir angreifen. Genau, jetzt müssen wir angreifen. Dafür hand. Diese Helden kann man ja immer... Oh, ich nehme Termit, ja. Weil mit diesem Termit oder Termite oder was weiß ich, ne, der Typ halt... Ja, ja, ja. Mit dem kommst du durch diese verstärkten Wände durch. Ah. Das ist der Einzige, der das kann. Ah, okay. Ja, ich bin Ash. Ash Ketchum aus Alabaster. Ah, ja. In weiblicher Form, vom FBI.
Ich kann durch irgendwelche Wände schießen, ja, genau, glaube die ich. hat, Also, nee. doch doch die hat auf dem Mausrad, auf dem, also wenn du es durchdrückst, das Mausrad, dann hat die so einen Mini Rocket Launcher, damit knallt die so eine Munition raus, die frisst sich dann in so eine Tür zum Beispiel rein und dann explodiert die. Also auch mit dem Ding kommst du nur durch Wände, durch die du auch sonst nur kommen würdest, ne? Aber Ja, das kannst du halt ja. eben aus der Ferne abfeuern. Das ist ja immer Ja. so heikel, wenn du so vor einer Tür stehst, die anderen können dich hören, eventuell sehen unten, da ist ja immer bei jeder hier verrammelten Tür ist ja unten immer so ein Schlitz. Das heißt, wenn sich da jetzt einer hinlegt, dann kann er auch sehen, wenn da jemand vorsteht. Und dann ballert er einfach durch die Tür, Ah. dann, ne, das ist doof. Ja. Deshalb ist das schon ganz nützlich, aus der Ferne zu schießen. Jetzt habe ich so viel gequatscht. Ich habe auf jeden Fall Gegner, auf jeden Fall wurden Gegner gefunden. Und wir sind jetzt mit 5 Leuten spielen Das wir schon jetzt, mal supi. anscheinend. Das schon mal Oder supi. gegen Ja, 5. die sind wahrscheinlich gerade reingejoint. So, hier irgendwo war eine Kamera da oben. Hast du die Kamera kaputt Ja, ich gemacht? habe die Kamera kaputt gemacht. Hier, das Ding könntest du jetzt. Na komm, egal. Warte. Oh, 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 ich habe mich verdrückt. Was? Aus Versehen G gedrückt. Ah. Obwohl ich das doch gar nicht machen wollte. Was ich gut finde, man sieht die Kameras nicht immer sofort. Also man weiß nicht unbedingt, wo die sind, die Kameras. Wo waren die Gegner jetzt überhaupt? Also ich gehe mal hier unten runter. Ja, ich Warte komme. mal, warte mal. Okay. Nichts passiert. Ah, okay, I see. Was Oh ist you? nein! Fuck! Sorry! Was mache ich denn? Oh Gott sei Dank, ich habe niemanden getroffen. Boah! Das wäre echt kacke gewesen jetzt. Auf jeden Fall sitzen die Gegner da vorne. Gar kein Thema. Hier bohren wir uns mal durch. Das ist eine gute Idee. Du hast aber ein bisschen doof platziert, das Ganze. Du musst nachladen! Mit Sicherung des Behälters fortfahren, sobald die Bedrohung neutralisiert ist. Ihr habt Ja, den einen habe ich. Gefahrgutbehälter gefunden. Und ich muss sagen, man stirbt hier furchtbar, furchtbar schnell. Ja, ich habe einen getroffen. Juhu. Ach, hier ist so ein Huh, das war sogar ein Gegner. Was für ein Glück. Aber. Aber bitte mit Sahne. Aber yeah! man trifft den Gegner auch relativ schnell, ne? Also ja, man muss echt. Und ich man glaub, muss mein auch noch Spiel gar ist nicht mal so dunkel. krass viel genau. Also, du musst gar nicht so genau zielen. Zielen? Nee, du musst einfach Streufeuer. Ja. Ja. Matchball! Aber lustigerweise, Streufeuer aus der Hüfte ist halt so echt für den Sack. Also, das geht dann so, als ob du hinter dich schießen würdest. Ja. Aber Streufeuer, wenn du Aus zielst, geht, ne? Aber mit du musst Kim und halt, ja Korn. genau, also das ist halt aber nicht so wie jetzt, sag ich mal, in Counter-Strike, wo du echt wirklich so exakt auf den Kopf treffen musst, sondern auch wenn du Nee, muss irgendwie. einfach nur in die Richtung Ja, ziehen. genau, und dann so ein paar Salven abgeben, irgendwas trifft schon, ne? Also Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. ich bin Ja. schon sehr Hey, oft. hier hängt eine Deutschlandflagge. Ja, das ist in Deutschland gerade. Das ist irgend so ein Ja. Motorradclub in Deutschland. Irgendwo in Berlin oder keine Ahnung. Die 4 Reiter. Ach ja, Also genau. ich habe nur eine Verstärkungswand. Zack. Wollte ich nur mal so gesagt haben. Ja. Ah, scheiße. Naja, gut, aber da war ich jetzt nicht schnell genug. Die 4 Reiter. Warum So. sind es 4 Reiter und nicht 5? Nur noch 10 Sekunden. Irgendwo irgendwas am 5 der Sekunden. Decke. So, ich habe hier jetzt so einen Typen. Ich weiß gar nicht. Mute heißt der, glaube ich. Der kann diese Teile da hinstellen. Und Ja. die unterdrücken nämlich so elektrische Signale. Das heißt, wenn jetzt hier an der auf der anderen Seite, wenn da jemand so eine Sprengladung für die Tür jetzt platzieren würde, würde die halt nicht explodieren, weil die wäre halt Ah. lahmgelegt. Das Ja, ist was ist das hier für ein ganz Ding, was hier dran nützlich. hängt? Oh, die kommen hier. Wo? Ach da, okay. Und hier. Auf jeden Fall.
Direkt mal hier zeigen, wo der Frosch die Locken hat. Aha, okay, da sind die. Ich bin bereit. Da hat er nämlich mein Gedöns kaputt gemacht gerade. Wurde entdeckt? Haben wir eine Kamera drin? Alter, haben wir eine Kamera drin? Ja, glaub schon. Also hier ist nur so ein... eine Drohne. Aber... ich glaub, ich hab irgendwas, haben wir die andere Drohne, die kaputt war, haben wir die weggemacht? Oh. Oh, da ist shit. Irgendwas explodiert. Wo sind die? Ah, fuck. Immer schießt auf mich. Ach, lol. Oh, wo Gott. Sind denn die? Wo ja, sind denn die? Ja, genau. Ja, weiß ich auch nicht. Der Gegner versucht nicht mehr, den Behälter zu sichern. Shit. Zugriff auf den Biogefahrgutbehälter. Ach, aus der Richtung sind die gekommen. Die sind von hinten reingekommen durch die Wand. Ja. Oh, ich stand die ganze Zeit falsch rum, ich Idiot, ey. Ja, du musst dich auch mal drehen. Du musst dich mal umdrehen, Junge. Biogefahrgutbehälter. Mission gescheitert. Mission ja, war aber jetzt doof. Ich wusste nicht, dass da überhaupt noch irgendwo eine Wand war, die man hätte verstärken können. Das wäre nämlich sonst nicht passiert. Ja. Ja, ich habe die falsche Richtung geguckt. Ich. So, noch ein Matchball. Runde 4 Angreif. Im Angriff sind wir immer besser.